spent so long just wandering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow. Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute unseren Autositz, und zwar ist es dieses hübsche Teil hier von der Firma Osan, und das ist das Modell Safety One. Und ich habe den ohne Isofix, aber es gibt den auch mit Isofix. Warum ich ihn ohne Isofix habe, ist einfach, weil ich oft mal woanders mitfahre und nicht immer im selben Auto fahre. Und da ist es einfach für uns praktischer, wenn man den schnell ein- und ausbauen kann. Und das geht mit dem wirklich, wirklich schnell. Genau. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein paar Fakten allgemein zu dem Autositz und den Einbau ins Auto. Und natürlich mein Fazit. Der Autositz hat fünf verschiedene Liegepositionen. Einmal ganz normal, wo das Baby sitzen kann oder das Kind. Und dann natürlich auch in einer Schlafposition. Und Mila hat da drinnen wirklich super gut geschlafen. Wir waren jetzt zum Beispiel eine längere Fahrt unterwegs über mehrere Stunden und sie hat sich wirklich gut ausruhen können. Also die Liegeposition ist wirklich sehr angenehm fürs Kind, muss ich sagen. Also nicht so, dass es halb sitzt, es liegt schon wirklich. Außerdem hat es sehr breite Gurte und es ist auch ein 5-Punkt-System und das Kind ist wirklich gut geschützt. Wenn man den Gurt aufmacht, dann gibt es auch ein Piepgeräusch. Das heißt, wohl sollte das Kind es mal selber versuchen aufzumachen, was aber wirklich sehr schwer ist. Was ich auch gut finde, dass es nicht so einfach zu lösen ist. Man muss schon ein bisschen doller draufdrücken. Auf jeden Fall fängt es dann an zu piepen. Und falls die Eltern vorne sitzen und das hören, dann ist natürlich super, weil man das Kind dann schnell wieder anschnallen kann. Dann hat es ein Innenpolster bzw. eine Sitzverkleinerung für kleinere Kinder, was wir jetzt bei Mila auch zum Beispiel immer noch brauchen. Sie ist erst 11 Monate alt und da ist es noch sehr wichtig. Sie hat, wie gesagt, da drinnen sehr gut geschlafen und auch in den Kurven ist der Kopf natürlich manchmal ein bisschen hin und her. Und da ist aber hier dieses Polster, dieses obere Polster, was man aber auch variieren kann, je nachdem, in welcher Höhe man das eingestellt hat, kann man das immer benutzen und es passt sich dem Kind sehr gut an. Es gibt den Kindersitz in 6 verschiedenen Farben. Wir haben die Farbe Night, wobei ich die Farbe Fossil auch wirklich sehr schön finde. Ich finde die Farbkombination wirklich sehr schön und auch sehr edel. Auch die anderen Modelle sind wirklich sehr gelungen und ja, kann ich nur empfehlen. Dann hat es noch sehr schöne Armlehnen. Also Mila kann sich da wirklich so richtig schön reinsetzen in so einen Sessel. Und sie legt auch wirklich oft ihre Arme dort ab und fühlt sich in dem Kindersitz wirklich wohl, und das auch von Anfang an. Also wir haben sie reingesetzt. Wir haben den Sitz übrigens in Fahrtrichtung gemacht und das fand sie sehr gut. Man kann ihn aber auch in Gegensatz der Fahrtrichtung machen. Dann natürlich die Gurte, die sind höhenverstellbar. Das heißt, es gibt mehrere Einstellungen je nach Größe des Kindes. Wir haben die zweitletzte Einstellung für Mila genommen und es passt sich wirklich sehr gut ihren Schultern an. Man kann den Autositz auch auf dem Beifahrersitz machen, da sollte man allerdings den Airbag ausschalten, falls es möglich ist, und falls nicht, dann auf keinen Fall vorne sitzen lassen. Man sollte das Kind auch nicht vor 10 Monaten vorwärts fahren lassen, sondern lieber rückwärts fahren lassen. Der Kindersitz allgemein wiegt 5,7 Kilo und das Gewicht ist wirklich super angenehm. Wir haben ihn oft rein und raus aus dem Auto getragen und es war wirklich kein Problem, auch ihn mal auf einen anderen Sitz zu parken. Die Schale von dem Kindersitz ist aber an sich sehr fest und auch sehr robust. Wir hatten den Kindersitz zum Beispiel einmal mit und da ist er uns praktisch durchs Auto gefallen und hatten wir ihn nicht festgemacht, aber ohne Kind natürlich. Und dem Sitz ist nichts passiert und er ist immer noch heil nach wie vor. Der Bezug ist natürlich abnehmbar und bis zu 30 Grad waschbar. Was ich sehr praktisch finde, weil Kinder ja doch oft das mal einen Keks im Auto essen oder irgendwas anderes. Und dann wird das natürlich oft mal vollgesaut. Und dann finde ich es sehr schön, wenn man den Bezug ab und zu mal reinigen kann. Der Sitz ist für Kinder von 0,1 bis 18 Kilo geeignet. Wobei ich es empfehlen würde, erst bei 10 Kilo mit so einem Sitz anzufangen. Nun zeige ich euch die Vorbereitung für den Sitz. Also ihr solltet das Kind vorher reinsetzen, bevor ihr das im Auto macht, weil ich glaube, das wird zu tüdelig. Das
haben wir auch so gemacht. Ich habe Mila reingesetzt und geguckt, wo die Schultern gut ranpassen. Und dann habe ich den Sitz in die Liegeposition gemacht, weil man dort den Gurt besser durchfädeln kann. Also man muss es selber ein bisschen durchfädeln. Dann nimmt man einfach dieses Metallteil etwas schräg und schiebt es durch den Schlitz durch. Zählt dabei am besten von der Schale und von dem Polster die Rillen ab, damit ihr wisst einfach, dass es auf der gleichen Höhe ist. Das Verkleinerungspolster bzw. dieses Kopfpolster, das könnt ihr variabel mit anpassen, je nachdem, ob das Kind es noch braucht. Man kann es aber auch rausnehmen. Dann nehmt ihr das Metallteil und schiebt es durch den Schlitz durch und fädelt es genauso durchs Polster durch. Und wenn ihr das aber ganz oben durchfädeln wollt, dann würde ich euch empfehlen, den Sitz in die Sitzposition zu schieben, weil ihr da besser rankommt. Und dann müsst ihr darauf achten, dass das Metallteil sehr glatt und nicht verdreht an dem Sitz anliegt, damit es nicht irgendwie hin und her rutschen kann oder damit die Sicherheit einfach gegeben ist. Und dann könnt ihr eigentlich alles wieder so zusammenfädeln, das Kind reinsetzen, anpassen, ob das gut passt. Und dann könnt ihr den Sitz ins Auto einbauen. Wenn ihr den Sitz entgegen der Fahrtrichtung einbauen wollt, legt den Autositz erstmal in die Liegeposition, damit ihr überall besser rankommt. Dann nehmt ihr euch den Gurt, zieht ihn etwas länger und fädelt ihn unten hindurch. Dann steckt ihr den Gurt in das Gegenstück vom Gurt fest. Der Beckengurt, der wird durch die zwei untersten Rillen eingespannt, so dass es nicht verrutschen kann. Und der Brustgurt wird durch die beiden obersten Rillen am Rückenteil einmal eingefädelt. Achtet darauf, dass alle Gurte nicht verdreht sind und alles glatt anliegt, damit einfach die Sicherheit gegeben ist. Anschließend spannt ihr nochmal alles richtig fest und haltet es fest und nehmt euch die blaue Klemme und direkt an dem Gurtanfang klemmt ihr es fest, so dass einfach nichts mehr passieren kann und nichts verrutschen kann und einfach alles fest ist. Wenn ihr in Fahrtrichtung einbauen wollt, dann nehmt ihr euch wieder den Gurt etwas länger, stellt den Sitz in die Liegeposition, fädelt den Gurt wieder unten hindurch und schnallt den Gurt fest. Dann nehmt ihr euch den Beckengurt und klemmt ihn diesmal an den hinteren beiden Rillen fest. Dann nehmt ihr euch den Brustgurt, drückt den roten Sicherheitsverschluss runter, klemmt das vorderste Stück ein, sodass alles schön fest ist, klappt es zu und drückt es fest. Die beiden untersten Haken, die halten den Sitz sozusagen fest und die Klemme sorgt dafür, dass alles sicher ist. Und es gibt auf jeder Seite eine Klemme, so dass ihr den Sitz auf jeder Seite einbauen könnt. Und wenn ihr euer Kind anschnallt, drückt ihr die weißen Knöpfe etwas ein und schiebt den Gurt nach oben, weil so lässt er sich am besten öffnen. Achtet darauf, dass sie auch gleich lang sind. Dann setzt ihr euer Kind hinein, legt die Gurte an und drückt die beiden Punktstücke zusammen und in den Gurt hinein. Bis es klickt, dann wisst ihr, dass es sicher ist. Dann macht ihr alles gerade und zieht einfach an den beiden Gurten nach unten und achtet darauf, dass alles schön fest ist und euer Kind wirklich sicher sitzt, dass wenn stark gebremst wird, wirklich das Kind super fest ist. Natürlich sollte es noch atmen können und sich ein wenig bewegen können, aber Sicherheit geht vor, also ruhig etwas strammer. Wenn ihr den Gurt öffnet, drückt ihr den roten Knopf einfach nach unten und zieht die Gurte einfach wieder nach oben, dass euer Kind gut die Arme durchbekommt und dann kann das Kind wieder aussteigen. So ihr Lieben, dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Wir hatten wie gesagt eine sehr lange Reise vor uns, über mehrere Stunden. Mila hat sehr gut da drin geschlafen. Als sie wach war, haben wir sie auch dort drinnen gefüttert. Sie konnte sich insgesamt sehr gut bewegen, also sie war nicht zu doll eingeengt. Die Gurte liegen wirklich richtig gut an, es schnürt aber auch nichts ein hier am Hals. Sie konnte sehr gut schlafen, die Polster haben sie sehr gut geschützt. Ich kann euch den Sitz wirklich empfehlen, Preis-Leistung ist top, also er ist nicht
der teuerste Sitz, den kann sich eigentlich gut jede Familie leisten. Also es ist wirklich sicher, man braucht keine Angst haben, dass dem Kind was passiert. Und das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Beine von Mila sehr gut anliegen, auch wenn sie schläft, dass die nicht so doll in der Luft schweben und das hier an dem Stück ist wirklich sehr weich. Ich finde sehr gut, dass es piept, wenn man den Gurt öffnet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ab und zu Kinder da dran rumspielen, gerade größere Kinder. Aber ich bin mir sicher, dass sie den nicht geöffnet kriegen. Dann finde ich auch sehr gut, dass diese Sitzverkleinerung drin ist, so dass das Kind wirklich noch sehr gut geschützt ist, gerade kleinere Babys, und dass man den Bezug waschen kann. Das finde ich wirklich sehr von Vorteil. Allgemein kann ich sagen, der Sitz ist wirklich super. Wir sind zufrieden mit dem Sitz und ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Alle Links zu dem Sitz findet ihr in der Infobox. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem Sitz, der nicht zu teuer ist, der aber gut Sicherheit bietet und ein schönes Design hat, dann kann ich euch den Osan Safety One wirklich ans Herz legen. Außerdem finde ich sehr gut, dass er so schön leicht ist. Man kann ihn gut, wenn man irgendwo mitgenommen wird, schnell einbauen muss. Und dass Mila sich drin wohlfühlt, war mir wichtig, und dass der Sitz sich einfach gut ihrer Figur anpasst, sag ich jetzt mal. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!